Einen guten Abend. Wir machen noch eine Quest oder zwei. Bin gleich da. So, jetzt bin ich ja wirklich gleich da. Schon mal einen guten Abend in die Runde. Guten Abend, Tyrawal. Du bist nur kurz da, dachte ich mir schon. Aber ich ja auch nicht so lang. Deswegen starten wir direkt los. Noch ein bisschen was hinbekommen. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Bei uns sieht's wieder besser aus. Alle werden gesünder. Ich war gestern wieder beim Fußball. Ja, geht voran. Das ist ja hier eine ziemlich low-levelige Quest, habe ich festgestellt. Vielleicht sollte ich die machen. Das ist ja, ich glaube, Stufe 8, genau, hier, Stufe 8. Die Jagdgebiete aber auch. Und die Brutstätte. Ach nee, die Jagdgebiete sind ja die anderen. Das, die Taltrift-Jagdgebiete sind ja hier gemeint. Das. Die Sigma-Brutstätte. Da, wo ich nicht hingehen soll, weil ich da dann sterbe dort. Meinte die einer. Und ich komme hier an dieser verdorbenen Zone vorbei. Es lässt sich vielleicht verbinden. Ich gehe nochmal zum Händler. Ich glaube, ich war sogar, bevor ich Schluss gemacht habe. Ich hoffe, du kaufst Warte, etwas. ich gucke nochmal. Gefällt dir was davon? Gucke noch mal, ob wir reine Händlersachen da haben. Sieht nicht danach aus. Jede Menge von dem fetten Fleisch. Wieder. Ich glaube, ich habe sogar Ja, ich muss los. irgendwas Danke. gekauft. Nicht für Krieger. Was hatte ich denn gekauft? Den Scharfschützenbogen hatte ich gekauft. Richtig. Was
kann denn der schon gut? Abriss ist ja schon ziemlich gut drin. Wenn ich da noch mehr Abriss anbaue, dann reißt der richtig was ab, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ich mache einfach mal. Ansonsten habe ich hier auch diese Tutorial-Quests noch. Auch vom Scharfschützenbogen. Erledige 3 Wächter mit Präzisionspfeilen ins Auge. Könnte man vielleicht auch auf dem Weg mitnehmen. Wenn wir da Wächter treffen. Okay, dann schauen wir mal, ob sich das verbinden lässt. Ja, ich bin spät dran. Einerseits, weil ich die Kleine ins Bett gebracht habe und sie ein bisschen gebraucht hat. Und andererseits hat mich bei Forge of Empires noch dieser Rivale überrascht. Sodass ich da noch ein bisschen spielen musste. Naja, musste, wollte, was auch immer. Gibt es den jetzt immer bei... zwischen den... Oh, da sind verdorbene Maschinen. Wie sind das? Gibt es den jetzt immer zwischen den... wie heißen sie? Den Quantum Incursions. So. Die 3 habe ich erwischt. Hallo, Tosa. Viel Spaß im Lurk. Sind das verdorbene Graser? So wie es aussieht. Das hält sich. Verdorbener Graser, ja. Was ist das da oben? Keine Ahnung. Greifen halt alle auf einmal an, so wie ich das in Erinnerung habe. Da sollte man eine entsprechende Vorkehrung treffen. Diese Maschinen. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Zeit, sie auszulöschen. Genau. So ist es. So. Baue ich wieder nach. Ah, da fehlen mir jetzt die Lohnen, aber die geben ja theoretisch diese Graser. So, nochmal gucken. Die haben eine Feuerschwäche, weil sie schon alleine, weil sie verdorben sind. Die Lohe treffe.
Ach. Jetzt. Da müssten die ja eigentlich schon in die Luft fliegen. Die Flammen brennen stärker als gewöhnlich. Die Flammen, sie verbrennen sie. Ja, komm. Ich habe getan, was ich konnte, um die Verderbnis im Tal zu vernichten. Was, das war schon? War nur die drei? Mal sehen, ob mich das... Zeigt die Karte tatsächlich. Dort jetzt über die Berge ziehen lässt. Schade um die ganzen Fallen, die ich hier aufgestellt habe. Ja, die waren natürlich... Scheint das Metall förmlich aufzufressen. Vielleicht treibt das die Maschinen in den Wahnsinn. Vielleicht kann ich das eines Tages nutzen. Und die Maschinen in den Wahnsinn treiben. Ja, neue Lohn gab es jetzt hier auch wieder. So. Ansonsten wäre ein Wächter ganz schön. Da ist ein Häschen. Vielleicht auch auf meiner Seite. Ne, das ist... Wenn es jetzt schon weg ist, ist es definitiv hinter dem Berg. Dann ziehen wir weiter hoch zu dieser Sigma-Brutstätte. Und die drei gespannten Fallen, ja, bleiben hier. Auch Graser. Ich könnte natürlich auch noch ein paar mehr Graser holen. Wegen der Lohn. Weil die ja fast aus sind. Mal von da oben aus dem Gebüsch anzugehen. Irgendwie muss man doch auch diese Dinger überbrücken können. Ja, die kann man auch überbrücken. Moment, das sind aber Psi. Wesen, ne? Die Graser hier. Sigma, natürlich Sigma. Deswegen muss ich erstmal die Sigma Gutstätte haben, schätze ich mal. Sehr gemein. Sehr gemein. Ist das Menschen? Menschen. Leise. Was war denn das? Dann gab es da nochmal eine Explosion. Die Stimme jetzt wieder ungewöhnlich leise bei mir.
Also ich habe mal mein Headset nochmal neu gestartet, weil sie ist so leise, wenn sie redet. Genau, ich bin längst weg. Aber es ist vielleicht auch nur bei mir. So, habe ich jetzt Lohn gut gemacht? Ja, habe ich. Ein paar. Das ist ein Plünderer. Der hat eine Abrissschwäche bei seinen Dingern da. Könnte ich mal versuchen, mit diesem Bogen. Ja, das hilft schon. Bitte? Ja, mache ich. Aber räum's dann nicht in. Lass es hier irgendwo stehen, dass ich es sehe. Mit dem Bogen funktioniert, hat ihm die Hälfte des Lebens genommen. Keine Ahnung, ob das jetzt gut war. Banditen. Ja. Sicher mittendurch. Hat der nicht gleich geklappt, der Kopfschuss? Hat sich nicht noch mehr erledigt hier? Aber anscheinend nicht. Truthahn. Fuchs. Das ist hier nur so eine Riesenwaffe, ne? Schwer und durchschlagskräftig. Nutzt man die? Oh.
glaube, das sind sogar Jäger, ne? Wächter. Sind Wächter, ja. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Nee, die will ich ja gar nicht loswerden. Da könnte ich jetzt mal versuchen. Da oben eine Zone. Den Scharfschützenbogen mit Präzisionspfeil ins Auge. Ist nur einer? Da hinten sind alles. Ich bin nicht richtig getroffen. Mir gelegen. Ist zumindest schon mal ein Wächter erledigt. Jetzt jagen Sie mich. Tun Sie das. Weiß nicht. Lanzenhorn, das ist gar kein Gras. Das ist was anderes. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Sieht aus wie ein Graser. Würde ich so viele aufscheuchen? Irgendwie nicht so richtig. Die Plünderer sind ja auch noch mit am Start. Lieber nicht. Leistungsstarker Prozessorkern unbekannter Machart. Ursprung in der Nähe. Okay. Das ist wahrscheinlich dieses Sigma-Camp. Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Warum klappt's nicht? Ich hab den Hasen gerade sogar gesehen.
aber gedauert. Hier ist einer aktiv. Das ist ein Ende. Gegner fürchten uns aus gutem Grund. Welche Banditen? Gute Nacht. Aber... Du da! Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Ja, nee, hättet ihr nicht. Hab euch ja schon geholfen. Unterversorgt. Eine Karawane ist ohne anständige Munition auf einer gefährlichen Route unterwegs. Ohne Hilfe werden sind sie dem Untergang geweiht. Braucht ihr noch mehr Hilfe? Der, mit dem ich reden soll, und das ist sein namenloser Kompagnon. Der Sonne sei Dank, du bist eine Kämpferin, und das können wir brauchen. Mein dämlicher Boss hat uns die falsche Kiste mitgegeben. Es stand Munition drauf, aber Reinholz war drin. Ohne die Munition... Thyrawal, schlaf gut, erhol dich gut, und danke nochmal für 42 Bits für diese kurze Zuschauen. Ja, dann, bis demnächst. Haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und anderes. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen je... Oh, danke. Alarm! Langbeingesichte! Was ist das denn? An die Waffen! An die Waffen! Ja, genau. Komm her, Metalltruthahn. Okay. Der macht Aua. Maschinen? Ouch.
Haben wir sie? So aus. Nur dann. Mal fleißig einsammeln. Leider nicht geklappt mit dem. Das ist auch. Das ist lila. Wow. 45%. Leider ist es Schock. Mit Schock kann ich noch nicht so viel anfangen. Das ist alles andere als Schrott. Ja. Etwas Vorrat. So. Unten ist noch irgendwas, aber nee, auch nur eine Pflanze. Aber eine Heilungspflanze. Da ist das Sigma-Signal. Gut. Reden wir nochmal, oder? Sieht so aus. Reden wir nochmal. Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Danke. Was? Die Lidkerne sind weg! Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Lidkerne zurück und ich zahle. Wo ist der? Kann ich der Spur folgen? Gibt's einer? Ja, irgendwie bei dem Sigma. Ach nee. Vielleicht doch nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da kümmere ich mich zuerst drum, weil das jetzt hier so eine zusammengehörige Sache ist. Das hält sich eine Weile. Hier ist ja noch was. Noch lebende Wächter an hier? Da ist nur er. Gut. Hi. Das Feuer Brüllrücken? Brüllrücken-Areal. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche?
Die Sabotierte? Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. What the fuck? Ein Viech, das unsichtbar ist. Das ist nicht der Lanzenhorn. Nein, 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 das ist nicht der Lanzenhorn. Es ist unsichtbar und schießt. Getroffen. Ach. Klar, Raketen wirft es auch noch. Pirscher. Pirscher. Schwäche, Schock. Und Abriss. Für seine... Okay. Das ist gut. Dann weiß ich Bescheid. Das bedeutet, dieser Bogen ist da besser geeignet. Ihn jetzt erwischt. Ihn noch nicht einmal erwischt, glaube ich. Der wieder überall Minen. Jetzt habe ich ihn erwischt. Jetzt wäre Schock angebracht. Das ist Schock, Schockbombe. Oh nein. So viel dazu. Aber ist gut, jetzt weiß ich Bescheid, was ich machen muss. Ich muss ihn nur einmal treffen mit der... mit dem Präzisionsgewehr. Das sieht schon wieder viel besser aus. Erledige den Pirscher. Das ist jetzt auch schon die Aufgabe.
Bleib bei mir. Jetzt Angst oder was? Okay, der war stark. Ja, wo ist er jetzt? Also wenn man weiß, wie man mit jemandem kämpfen muss, dann wird es deutlich einfacher. Oh. Die Karawane. Leben Sie? Ja, ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie. Meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Liedkerne. Diese Wahnsinns-Schockspule. Die war bestimmt dafür gedacht, dass ich sie jetzt nutze. Das ist ja ein Schockpfeil. Geht aber gar nicht. Die passt da gar nicht. Schockspule. Dann an der Schleuder bestimmt. Da ist schon eine Schockspule und eine Eisspule dran. Ja, an der Schleuder. Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja auch schon lila Waffen. Ich glaube... Oder waren es nur lila Kleidungsstücke? Ui. Da wäre es natürlich dann besser, die anzubringen. Sieht gut aus. Sieht gut aus.
ist das Camp. Und in dem Camp sind nochmal Tiere. Er rennt jetzt weg. Ganz 100% akkurat muss man nicht treffen. Blau, sehr schön. Gut, reden wir. Du bist wieder da, mit den Liedkernen, wie ich sehe. Und die Reed? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Na, hoffentlich. Sprengerpfeil. Ach stimmt, das ist ja Reißschaden. Das ist ja gar kein Schock. Das wird mir gute Dienste leisten. Stufe 18. Wurde ich denn dran gearbeitet? Ich glaube, hier wollte ich weitermachen. Da brauche ich noch einen dritten Punkt. Ansonsten kann ich mal gucken, ob ich noch meine Tragekapazität erhöhen kann. Modifikationsbeutel. Jetzt habe ich hier schon sehr viel. Okay. Sehr viel, recht hoch. Jetzt brauche ich... Oh, Holz brauche ich tatsächlich. Kaninchenknochen. Waschbärhaut. Und es ist vor allem das Holz, das fehlt. Jede Menge, naja. Dann werde ich mal wieder fleißig Holz sammeln, wenn ich welche sehe. Irgendwas vom Kaninchen war dabei. Okay, das ist, wird wohl hinter dem Hügel sein. Nass. Dieses Kaninchen. Ach so. Nein, wir machen entweder die Scharfschützenbogen-Quest weiter oder Sigma. Die Sigma-Brutstätte.
ist blau. Hab ich da doch was erschossen? Fuchs anscheinend. Da sind auch Wächter. Das. Dann lässt sich das verknüpfen. Mit dem Präzisionspfeil. Und dann. Das Kaja-Scharfschützen. Fehlt das Holz jetzt tatsächlich. Findet den Eingang. Ja, ist ja schon ganz gut zu sehen, würde ich sagen. Der Eingang. Die anderen so? Suchen noch. Oh, das ist kein Wächter. Ein Plünderer. Sehr schön. Zwei Plünderer. Gar nicht. Plünderer, muss ich noch mal gucken. Schock und Abriss. Tatsächlich auch. Von daher ist es mit dem Abriss. Was ist das? Ein Ding. Noch ein Plünderer. Hi.
Heftig, heftig. Wir haben gewonnen. Alles läuft nach Plan. Okay. Die mich jetzt unterstützt? Oder wie? Das muss die Brutstätte sein, von der Dral geredet hat. Ja, und die ist schon wieder inaktiv. Als Quest. Es muss einen Weg reingehen. Irgendwo. Nützlich sein, aber ganz schön bitter. So. Was für eine Tür. Aber wie kriegt man sie auf? Tja, einfach mal gucken, überbrücken. Das sieht ja hier alles noch sehr heile aus, würde ich sagen. Sehr unzerstört. Ja, wobei hier abseilen. Funkt's ein bisschen. Und hier gibt es viele Kabel. Das Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Wer hat sie gebaut? Die Alten? Oder die Maschinen selbst? Da ist was. Und da ist wer? Lüftung. Magnetische Transportbahn. Noch ein Wächter. Lüftung. Okay. Tut sich was. Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Erzeugt ein Tarngebiet. Rohr unbekannter Machart stoßempfindlich, enthält ungiftiges Gas, das die Sichtbarkeit einschränken kann. Okay. Die Sichtbarkeit dieses Wächters? Mitdeckung geben wir nötig.
Treffe ihn nicht. Kümmert euch wieder um euren Kram. Hm. Diese Dinger transportieren Teile. Wohin bloß? Der ist da irgendwie in der Wand drin. Von daher ist er wohl recht egal. Das ist so zum Durchschleichen gedacht. Wenn man nicht direkt angreift, muss natürlich sein. Na, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das eigentlich wieder abwählen, den Pfeil. Das brauche ich später noch. Ja, erstmal nicht. Dann, wo soll es dann lang gehen? Wieder zurück? Okay, das ist sehr unübersichtlich. Es gibt auch kein Ziel oder so, sondern man guckt jetzt anscheinend erstmal einfach, was man findet. Erkunde die Brutstätte. Na dann. Kann man hochklettern?
das Ding bei der Spalte. Wozu ist es gut? Netzwerk-Uplink. Konsole unbekannter Machart. Könnte militärische Überbrückung anfällig sein. Boah, machen wir mal. Überbrücken. Wenn er mich lässt. Eine Vorratskiste. Sogar mit ein bisschen Holz drin. Leider den Überblick hier drin und weiß nicht, wo ich schon war. Nicht so wirklich. Und ob ich irgendwelche Nebenwege verpasst habe. Oder ob das hier nur eine Richtung gibt, in die man geführt wird. Ahnung. Vorratskiste. Vorratskiste ist gut. Diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich auch tragen. Bestimmt. Hat mich getragen, soweit es nur geht. Begib dich zum Brutstättenkern. Gut. Hier gibt es wieder Wächter. Ist jetzt nicht so gut, dass ich hier reingefallen bin, ne? Hier wieder raus.
Hier vermutlich. Die wollen nicht in meine Richtung gucken. Dann machen wir es eben so. So. Da drüben gibt es so eine Kiste. Mich da ran. Mit Anlauf. War es schon mal nicht. So. Holz bekommen. Okay, die kann ich von hier oben auch sehen. Suchen wohl und da ist wieder so ein Ding. Das kann ich vielleicht die Teile abschießen wieder. Der jetzt nochmal rauskommt aus der Ecke. Macht er vielleicht auch nicht. Der hat mir nicht getroffen. Gut. Da ist er wieder.
Und am Ende bewegen sie sich nicht. Sie denn? Ich kann mich entspannen. Spule Handhabung. Eine ziemlich große. Vierzig, 17, 12. Ist auf jeden Fall besser als das, aber ist wieder so eine Sache, wo ich mir denke, vielleicht sollte ich mir erstmal den lila Bogen besorgen. Irgendwie kernähnlich aus. Keine Ahnung. Was das Tolles sein soll. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Da oben. Thank you.
da geht's schon mal nicht groß weiter. Ich glaube, hier. Kann man klettern, genau. Da ist auch eine Vorratskiste. Wieder einer und noch irgendwas. Hier kann ich mir eine Brücke machen lassen. Ach. Noch so ein Pilz zum Heilen. Geht's weiter? Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Eine Slackline. Schau an, ist es. Entladungsmast. Kann ich hier nicht sehen. Ja, sehr praktisch, dass es hier immer so Brücken macht für Menschen, die hier wahrscheinlich eigentlich nichts zu suchen haben. Sehr nett von der Maschine. Oder den Erbauern. Aber es kann ja sein, dass das menschliche Erbauer waren. Irgendwann mal. Und dann macht es wiederum Sinn, dass sie sich selbst eine Möglichkeit einbauen, rüberzuwandern. Das finden wir ja noch raus. Als letzte Aktion für heute hier. Ist doch umfangreicher als gedacht. Das Ganze. Überbrücke den Kern. Wenn ich den überbrückt habe, mache ich dann nur noch gute Maschinen? Oder wie? Sie werden aus Licht gesponnen. Ja, so oder so ähnlich. Tue ich das? Wir haben auf jeden Fall nochmal zwei Wächter.
dicke Truhe. Sammel erstmal hier ein. Bevor ich gegen dieses Ding in der Mitte vielleicht noch kämpfen muss. Ja, da kann ich nicht so nah ran. Ja, ist ja gut. Ich will doch nur einsammeln. Geht nicht wirklich. Gut, dann eben nicht. Eine Pflanze? Nee. Einmal rum. Nochmal eine lila Spule. Okay, jetzt bin ich einmal rum. So, wo kann ich jetzt hier irgendwas handeln? Entladungsmast. Überbrücke den Kern. Ah, hier kann ich hochklettern. Vielleicht da oben. Da ist was zum Überbrücken. Genau. Das habe ich befürchtet. So, was haben wir hier? Ein Feuerbrüllrücken. Stärke Feuer, Schwäche Eis. Lohnbehälter, Schwäche Feuer und Abriss. Okay. Mein Gott. Ja, das war ein bisschen viel. Ach, dann lässt du mich hier wieder starten. Das ist ja gemein. Suchen wir denn also Maschinen der Nacht? Sie werden aus Licht gesponnen. Ich empfange aus allen Richtungen Signale. Aber die Wächter sind schon mal weg, die hier in den Ecken standen.
Aber die... Doch nicht. Sie sind doch nicht weg. Aber jetzt kann ich zumindest mich besser darauf vorbereiten. Jetzt wahrscheinlich wieder zu nah dran, oder? Ja. Okay. Aber was ich jetzt machen kann... Ich kann ja auch schon scannen. Hilft mir jetzt aber noch nicht. Aber ich kann schon mal Sprengfallen auslegen. Wenn ich den da runterfahre. Einfach einmal im Kreis machen, sodass ich hier einmal durchjagen kann und von jeder Richtung das dann entsprechend gefährlich für die Viecher ist. Ey, die gehen gar nicht über die ganze Breite. Auch so ein Ding nehmen. Gut, die sind jetzt erstmal gesetzt und dann schauen wir mal, wie das hilft. Gegen die Wächter auf jeden Fall. Gegen den Großen? Keine Ahnung. Ist mal runtergefallen. Thank you.
Aua. Ja, toll, ich häng fest. Eieieiei. Nichts mehr. Okay, ich hab ihn. Mit dem letzten Rest meines Lebens. Dicke Eisspule drin. Puh. Okay, es war auch bitter nötig. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt hier aufgestellt habe. Aber ich habe irgendwas aufgestellt in meiner Verzweiflung. Hätte mir ja irgendwie helfen können. Vielleicht hat es mir auch irgendwie geholfen. Ich habe, glaube ich, mehrere von diesen Dingern aufgestellt. So, was bist du denn? Überbrücken.
Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich wieder ein Bösewicht. 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 Das hilft mir, sie zu überbrücken. Erster Kern überbrückt. Okay, Botschaft der Sigma. Kann nichts machen, bin fest. Sigma verfügbar. Plünderer, Graser, Siegezahn, Lanzenhorn. Sigma-Kahn-Protokolle. Okay. Was auch immer das heißt. Und ich habe mir neue Maschinenarten kennengelernt. Richtig fiese. Der Lanzenhorn ist ja wahrscheinlich nicht so fies. Hat einen Eisbehälter. Der Feuerbrüllrücken, der war ziemlich fies. Den habe ich erst mit Eis geschwächt, dann irgendwie seine Bauteile abgerissen und versucht, Ach so, das ist auch nur Frachtbeutel. Schlund. Okay. Ja, habe ich nicht so richtig Lust drauf, den zu begegnen. So, und ansonsten bin ich jetzt einmal durchgelaufen und wieder raus. So wie es ausschaut. Jetzt kann ich draußen wieder Füchse fangen. Richtung macht es auf jeden Fall auch. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Äußerst komische Geräusche. Komm wieder. Viecher.
Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Auch noch mal gucken, was das für Dinger sind. Irgendwie habe ich die überhaupt schon gescannt? Die sind irgendwie nicht dabei. Sieht aus wie ein Viereck von oben. Panzerwanderer. Stärke Schock. Schwäche Abriss. Das macht die Sache etwas leichter. Irgendwie von der vom Ton her falsch, glaube ich. Das sieht gut aus. In der falschen Richtung. Und der Ton kam aus der falschen Richtung einfach. Okay, jetzt möchte es, dass ich zum Kaja-Grenz vorgehe. Aber das macht, glaube ich, noch nicht so viel Sinn. Einerseits muss ich hier diese Quest noch machen mit der Kriegsanführerin. Und dann hätte ich ja auch noch diese ganzen Figuren hier und sowas. Hier schicken mich bestimmt auch noch welche hin. Bitte weiter nach Norden. Also das würde ich wahrscheinlich eher machen, so als nächstes. Als dass ich schon direkt nach Westen gehe. Genau, das ist da. Das ist das nach Westen gehen. Achso, das ist die Quest unten. Rache einer Tochter ist auch da hinten. Jagen für die Loge ist in Meridian. Die Jagdgebiete sind da oben. Die könnte ich auch noch vorher machen. Und die ganzen Tutorials natürlich auch. Mit den Schleudern und dem Scharfschützenbogen. Oh, die Quest hätte ich gerade parallel schon machen können. Bei dem Wesen gerade eben.
War halt leider nicht aktiv und deswegen zählt sie nicht. Das ist hier leider so. Sonst hätte ich das Ganze schon erledigt. So, jetzt kann ich auch Sigma-Wiesen überbrücken. So, das ist Ro und Xi. Die habe ich schon. Die kann man nicht, die Verderber. Sonst würde ich erstmal wieder zurückgehen wollen in den Ort. Auf dem Weg noch ein bisschen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Versorgung mitnehmen. Und dann ab ins Bett. Vorsicht da unten. Ich doch so viel Holz brauche. Über den Berg kann ich nicht gehen. Vielleicht dort entlang. Das nehme ich lieber mit. Ich kann wahrscheinlich schon über den Berg, aber. Gutes Fleisch.
Schon bin ich auf der anderen Seite. Wollte ich jetzt gar nicht so direkt. Was sagt denn die? Das Modifizieren. Tragkapazität. Ich brauche Kaninchenknochen. Viel, viel mehr Holz. Waschbärhaut. Ja, eher die kleinen Tiere. Nicht so ein Wildschwein. Ja, das da. Wann immer eine Maschine zu Boden geht, sind die Plünderer nicht weit. Sicher. Auf jeden Fall schon einfacher, gegen die zu kämpfen. Das wollte ich nicht. Diese Ansicht wollte ich haben. Ja, das ist dieser. Das nehme ich für unterwegs mit. Komplett kaputter. Stimmt, die kann ich ja jetzt auch überbrücken, aber. Ach, so geht's nicht. So. Da lang nach Süden. Rast weiter. Kann ich jetzt mal versuchen.
Werkzeug lädt auf. Okay, was kann ich jetzt damit? Würde der jetzt für mich kämpfen? Quest noch mitnehmen. Kaja-Schleuder. Eisanfällige. Eisbomben. Schockbomben. Weiß nicht, das sind die, glaube ich, nicht. Halt die falschen Tiere. Einsammeln, nicht draufstellen. Hallo? Verbuggt. Irgendwie verbuggt. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Okay. Und nun bin ich zurück im Ort. Ich müsste theoretisch auch 3 Fertigkeitspunkte jetzt haben? 4 sogar. Dann kann ich hier zurückschlagen lernen. Oder niederschlagen, dann fehlt nur noch zurückschlagen. Wenn meine Gesundheit gering ist. Weiß gar nicht. Das soll ja eigentlich gar nicht zuerst so weit kommen. Oder auch diese hier. Kann ich ja schon mal machen. So, nochmal. Sie soll an der Seite von Bas und Vala gekämpft haben. Ja, hab ich.
Nochmal zum Verkäufer. Ich hoffe, du kaufst etwas. Gefällt dir was? Der wird wahrscheinlich kein Holz verkaufen, oder? Der verkauft Holz. Holzpaket tauschen. Wie viel Holz? Ach, 200. Ja, ich weiß nicht. Gut, ich gehe mal durch. Was verkauft. Gefällt dir was? So, was hat der im Angebot? Hat der. Er hat eine lila. Eine lila Schleuder. Aber da brauche ich ein Kristallgeflecht und das habe ich nicht. Stimmt ja. Kristallgeflecht. Sonst würde ich die gerne nehmen. Da könnte ich dann nämlich auch diese lila Sachen anbauen. Kleidungsstücke. Verderbnisschutz würde gehen. Naja, gut. Na, wir lassen das erstmal. Tja, ich muss los. Danke. Was fragen wir da lange? Die Mörder müssen Katscha sein. Sie haben unser Volk schon früher abgeschlachtet. Genau. Glauben in Maschinen. Sie sind überall. Ich war selbst schuld. Da bist du wieder. Und unversehrt. Ja. Ich war in einer Brutstätte. Tatsächlich? Ein Teil von mir möchte mehr davon erfahren, doch ich höre nicht zu. Das hat mich meine Wunde gelehrt. Okay. Dann kann ich ihr das erzählen, aber das hilft auch niemandem. Auch niemandem, dem ich es erzähle. Was sagt er denn? Nochmals danke. Und glaub mir, nochmal betreten wir diese Ruinen nicht. Ich bin nicht hier, um Regeln durchzusetzen, an die ich nicht glaube. Pass einfach auf dich auf. Okay. Versprochen. Ich glaube, die anderen Quests hier habe ich eh noch nicht erledigt. Die schicken mich ja eh nur weiter. Wenn ich mich richtig erinnere. Sie hat also doch überlebt. Quest aktivieren. Ja, kann ich nochmal gucken, was diese eisanfälligen Maschinen betrifft, aber ich glaube. Feuerbröhricken. Ja. Wenn ich nochmal mich an die Rand traue. Pirscher und Langbeine. Pirscher kenne ich, glaube ich, aber auch schon, oder?
Richter Läufer Graser, Plünderer. Oh, ich glaube, ich dachte das letztes Mal auch schon. Und dann waren das Plünderer. Ja, Feuerbrüllrücken, aber die waren. Der war so stark. In dieser Sigma-Brutstätte. Dem will ich nicht unbedingt zu tun haben, ehrlich gesagt. Aber da kann ich die Schleuder ausprobieren. Nun gut. Vielleicht laufe ich ja nochmal einem über den Weg, der draußen unterwegs ist. Und vielleicht ist der ja auch gar nicht so schwer. Genau, und die letzte Quest hier im Ort, wo ich noch zu jemandem zurückkehren könnte, wäre das mit dem Jägergebiet oder Jagdgebiet. Genau, wäre das mit dem Jagdgebiet. Aber da war ich halt noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob er dann tatsächlich drauf reagiert, wenn ich da eine Vollsonne holen sollte. Oder eine Glutsonne, ne? Glutsonne wollte er, dass ich das schaffe. Gut. Aber wir haben es geschafft. Ich bin viel zu lang wach. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und dann verabschiede ich mich direkt. Und wünsche euch noch eine gute Nacht. Macht's gut. Ciao.